Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zum nächsten Teil der kleinen Unter-die-Lupe-Serie, was die Publisher betrifft. Dieses Mal geht es um Electronic Arts. Im letzten Part habe ich mir ja Ubisoft vorgenommen, was so eine durchwachsene Leistung war im letzten Jahr. Diesmal geht es um EA und EA ist mein persönlicher Teufel, was die Spieleindustrie angeht. Allerdings musste ich überraschend feststellen, dass EA gar nicht so viele Releases hatte letztes Jahr. Und sie können verdammt nochmal richtig froh sein, dass Battlefield 4 2013 erschienen ist. Denn ansonsten würde ich den Laden jetzt hier richtig auseinandernehmen, weil ich selbst davon betroffen war vom Battlefield 4. Nach einem halben Jahr konnte man es immer noch nicht richtig spielen. Da war es aber schon längst nicht mehr installiert bei mir, denn ich glaube nach 2 oder 3 Monaten habe ich aufgegeben und den Mist einfach in die Ecke geschmissen. Und wie begann das Jahr für Electronic Arts? Sie haben Peggle Blast rausgebracht für Android- und iOS-Systeme, aber mein Kanal wird sich niemals mit irgendwelchen Smartphone- oder Tablet-Spielen beschäftigen, deswegen interessiert uns dieser Release auch überhaupt nicht. Des Weiteren kam die Ankündigung, dass Dawngate eingestellt wurde. Ich weiß gar nicht, es sollte, glaube ich, ein MMORPG werden, wird es ja jetzt wohl nicht mehr. Dann hat Electronic Arts im Februar, glaube ich, noch ein Sims 3 Add-on rausgehauen. Keine Ahnung, kümmert uns aber auch nicht. Denn wir kümmern uns um den ersten richtigen Release und das war Plants vs. Zombies Garden Warfare für Xbox 360 und Xbox One am 27. Februar. Und am 21. August kam dann die Version für PlayStation 3, PlayStation 4 und PC auf den Markt. Ich weiß jetzt nicht, ob Microsoft irgendwelche Exklusivrechte für eine gewisse Zeit an Plants vs. Zombies hatte oder warum es so spät rauskam für die PlayStation und PC, kann ich jetzt nicht sagen. Ich hab's aber selber gespielt, ich hab's auch selber gekauft. Ja, schlimm eigentlich, dass ich denen auch noch Geld gebe, aber ja, es ist eigentlich ein nettes Multiplayer-Spiel. So First-Person-Geschisse, Third-Person-Geschisse, wenn Geschisse, dann auch richtig. Macht auf jeden Fall ziemlich viel Spaß, es ist vom Balancing her sehr gut, also es gibt keine Übermacht. Ja, nettes Spiel auf jeden Fall, kann man sich mal geben, kostet glaube ich auch nicht mehr die Welt, ist auch öfter mal in einem Sale zu haben. Hat aber mit den vorherigen Versionen von Plants vs. Zombies überhaupt nichts zu tun, also das was man so für Handy-Zeug kennt oder auch auf dem PC gibt es das ja auch, wo man seine Pflanzen aufbaut und Zombie-Wellen angreifen. Damit hat es auf jeden Fall nichts mehr zu tun. Dann hat EA unter dem Label EA Sports, das fällt natürlich auch hier rein, die Fußball-Weltmeisterschaft aus Brasilien für PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht. Und zwar nur für die alte Generation, für die neue Generation gab es das gar nicht. Ist auch gut so, denn es ist nicht gut, wenn jemand für ein halbgares Add-on irgendwie einen Vollpreis bezahlen soll. Also bis auf die Stadien, glaube ich, hat EA sich überhaupt gar keine Mühe gegeben. Stadien und Präsentation waren leicht verändert. Ja, die Stadien waren neu, aber Spieler oder sowas kannte man halt schon aus FIFA 2014. Das brauchen sie halt nur importieren. Man hat also für ein paar Stadien und für ein bisschen Samba-Flair irgendwie 60 Euro bezahlen müssen, denn das waren Vollpreistitel. Ist unter aller Sau, geht überhaupt nicht. Und alleine dafür müsste man EA schon richtig eins in die Schnauze hauen. Im Juni 2014, ich glaube der 18. Juni war es, kam dann EA Sports UFC, dieses Kampfsportspiel, heraus für PlayStation 4 und Xbox One. Grafisch auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel, auch spielerisch sehr gut. Ich habe die Demo nur gespielt, ich habe jetzt nicht das ganze Spiel gespielt, aber die Demo hat mir wirklich gut gefallen. Es sah sauber aus und es ließ sich gut steuern, allerdings ist es etwas schwer reinzukommen. Weil die Steuerung ist wirklich kompliziert, aber alles im allen würde ich das Ganze als super Titel betrachten. Also wer UFC-Fan ist, mit Wrestling nichts anfangen kann, aber UFC halt geil findet, für den ist es auf jeden Fall ein Pflichtkauf. Dazu gab es noch Bruce Lee als DLC, ich weiß gar nicht, ob es kostenlos war. Ich glaube, den gab es sogar mal eine Zeit lang kostenlos, wenn er jetzt wieder Geld kosten sollte. Auf jeden Fall mit Bruce Lee da im Ring zu stehen, ist bestimmt ganz cool. Ich selber, wie gesagt, habe nur die Demo gespielt, die gab es für PlayStation 4, gibt es glaube ich auch immer noch. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, aber nicht genug Bock, dass ich mir das kaufen würde. Aber für Kampfsportfans und gerade Richtung Ultimate Fighting ist das mit Sicherheit ein richtiger Hochgenuss. Ja, dazwischen kam dann wohl noch ein Star Wars The Old Republic Update, ein größeres Update, Galactic Strongholds oder so. Wird jetzt hier nicht näher drauf eingegangen, weil das Spiel halt schon älter ist.
Star Wars The Old Republic ist das einzige MMORPG, was mich länger an den Bildschirm gefesselt hat. Von daher kann ich das Spiel Star Wars Fans sowieso nur empfehlen. MMORPG Fans, für die wird es vielleicht Standard sein. Ich fand es auf jeden Fall sehr geil, aber hat ja nichts mit dieser Bewertung jetzt hier zu tun. Denn dann kam der Release und wir sind schon im September. Am 4. September kam die Sims 4 auf den Markt. Ich muss zugeben, dass ich die Sims 1 gespielt habe und das fand ich wirklich sehr gut. Die Sims 2 habe ich auch noch gespielt, das war super. Die Sims 3 hat meine Freundin gespielt, die fand das super. Ich fand das eigentlich auch ganz gut noch. Und die Sims 4, da waren die Erwartungen natürlich wieder recht hoch, allerdings mit der Vorgeschichte, die EA hat, bin ich da mit sehr geringen Erwartungen rangegangen. Und im Vorfeld wurden ja auch wieder etliche Features gekürzt und irgendwas rausgenommen. Es gab keine Kleinkinder mehr, Tiere gibt's nicht mehr oder gab's nicht mehr. Also richtig viel Swimmingpools, also Swimmingpools, hallo? Ich habe mir immer Swimmingpools in meine Wohnung reingebaut. Wie genial das einfach aussah. Swimmingpools, nein, gestrichen. Und warum wurde der Mist gestrichen? Damit die erwachsenen Charaktere mehr Polygone bekommen und etwas besser aussehen. Also, pff. Aber was reg ich mich eigentlich auf? Ich habe mir das Spiel sowieso nicht gekauft. Ich werde es mir auch nicht kaufen. Es sieht mittlerweile wirklich gut aus, denn EA hat ja eine Kehrtwende gemacht und alles, was sie rausgenommen haben, wollen sie wieder reinbringen. Swimmingpools werden kommen, ich glaube Kleinkinder werden kommen. Wenn ich mich nicht täusche, werden auch Haustiere kommen. Ich weiß nicht, warum das auf einmal geht, weil sehen dann die erwachsenen Charaktere etwas scheiße aus? Damit könnte ich ja nicht leben. Also EA weiß, glaube ich, selber manchmal gar nicht, was für eine dumme Scheiße die reden. Aber sei es drum, wenn die ganzen Features kommen sollten und sie sind kostenlos, ist es okay. Wenn man auch nur 1 Euro dafür bezahlen muss, ist es eine absolute Sauerei. Ja, und sollte mit absolutem Nicht-Kaufen und in die Ecke schmeißen bestraft werden. Kauft euch diesen Titel nicht, wenn dafür Geld verlangt wird, weil es ist einfach nur Abzocke. Ich bin gespannt, wie EA mit den Erweiterungspacks umgehen wird, denn es gab ja irgendwie immer so 10 Stück oder was, für die man dann auch nochmal zwischen 20 und 40 Euro bezahlen musste. Da bin ich gespannt. Bisher sieht die Sims eigentlich ganz nett aus, kommt aber an die Sims 3, finde ich, nicht ran, von dem, was ich so gehört und gesehen habe. Aber muss natürlich wie immer jeder selber wissen, ich würde den Release als einigermaßen gut ansehen, weil sie die Kurve ja doch noch bekommen haben. So, dann machen wir einfach mal weiter mit dem nächsten Highlight und das war NHL 2015. Ein Hammer. Kam für PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 und Xbox One am 11. September auf den Markt. Und der 11. September ist wirklich ein gutes Datum, denn dieses Spiel gleicht einem Terroranschlag. Also ehrlich, dieses Spiel auf PlayStation 4 und Xbox One ist der letzte Dreck. Das ist wie eine unfertige, beschissene Alpha-Version. Es läuft eigentlich überhaupt nichts. Es gibt unfassbar viele Bugs und das auf Konsolen. Das war also vor, da wo ich angefangen habe zu spielen, gab es überhaupt keine Bugs auf Konsolen. Jetzt ist das ja gang und gäbe, aber dieses Spiel schießt wirklich den Vogel ab. Ich bin kein NHL-Fan und ich bin auch kein Fan der Serie oder kenne mich da besonders gut aus, aber NHL 15 ist ein Witz. Du kannst es gleich in den Mülleimer schmeißen. Das Spiel ist der letzte Humbug. Alle NHL-Fans werden megamäßig enttäuscht sein, zumindest auf den neuen Konsolen. Auf den alten Konsolen ist NHL 2015 eigentlich NHL 2014, nur mit den aktuellen Kadern. Ansonsten, wenn überhaupt irgendetwas verändert wurde, waren es nur Nuancen. Ich kann nichts erkennen, auch andere Spieler können nichts erkennen, was geändert wurde, außer der aktuelle Kader und die aktuellen Spieler. Ansonsten, es sieht genau gleich an, es sieht genau gleich aus, es fühlt sich genau gleich an, es ist überhaupt nichts anders an diesem Spiel als bei NHL 2014. Der Release NHL 2015 ist eine glatte 6, der größte Scheiße. Kommen wir doch mal endlich zu einem erfreulicheren Thema und zwar FIFA 15. Es kam für PS3, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4, PC und sogar für die Wii U raus, glaube ich. Oder täusche ich mich? Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass es auch für die Wii U rauskam. Aber ich will es jetzt nicht beschwören. Es kam kurz nach NHL raus, am 25. September und hat... Ja, NHL hat mich ja nicht unzufrieden gemacht, ja, weil ich habe es ja nicht gespielt, aber... FIFA 15 hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Die Grafik ist sehr, 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 sehr gut. Noch eine ganze Ecke besser als in FIFA 14.
Klar, die aktuellen Teams, aktuelle Trikots, das muss einfach immer sein. Die Lizenzen, klar, mega Vorteil zu Pro Evolution Soccer. Aber ja, damit kann man nichts falsch machen. FIFA 15 ist gut. Hat natürlich auch seine Macken. Die Torhüter sind etwas besser, aber haben auch immer noch ihre Aussetzer. Ja, ansonsten finde ich das Umschaltspiel nicht so gut gelungen, weil man kann diese hohen Pässe irgendwie über die Verteidigungslinie hinweg nicht mehr gut spielen, weil die eigenen Spieler nicht wirklich in die gefährliche Zone rennen und somit immer auf einer Höhe fast sind mit der Abwehrreihe. Das stört mich extrem, aber alles andere finde ich eigentlich ganz gut. Die üblichen FIFA-Marken hat es trotzdem, aber gehört auf jeden Fall zu den sehr guten Releases. FIFA 15. Ja, nach FIFA 2015 oder FIFA 15 kam dann ein Update oder eine Erweiterung für SimCity Städte der Zukunft raus. Ob Städte der Zukunft gut oder schlecht ist, kann ich nicht beurteilen. Ich habe mich mit SimCity gar nicht mehr beschäftigt, nachdem ich den Release so mitbekommen habe. Von mir aus kann das Spiel absolut in der Versenkung verschwinden. Ist sowieso Schrott, ja. Also sogar, ihr könnt ja mal bei Gronkh vorbeischauen, er hat es glaube ich abgebrochen, wenn ich mich nicht irre. Also so schlecht fand er das. Vor allem das Bezahlsystem und das Ausbeuten der Spieler ist grandios, aber fällt jetzt leider nicht in die Wertung für 2014 mit ein, weil das Spiel kam 2013 raus. Von daher ist das Schnee von vorgestern. Und EA hat bis dahin wirklich nicht viele Punkte sammeln können im letzten Jahr. Bis auf FIFA 15 würde ich jetzt vielleicht noch UFC sagen, guter Release. Plants vs. Zombies war okay. Ja, keine Ahnung, aber es war viel, viel scheiße dabei. Die Sims 4 ist erst jetzt okay, aber nicht als es rauskam, war es scheiße. Aber jetzt im Nachhinein ist es wohl ganz okay. NHL, Riesen-Bullshit, also Mega-Bullshit, sowas Schlimmes hat man selten erlebt. Aber EA hat es wirklich geschafft, mich etwas umzustimmen. Und zwar mit dem Spiel Dragon Age Inquisition. Kam am 20. November letztes Jahr raus für PC, PS3, PS4, Xbox 360 und Xbox One. Und wer mein Silvester-Special gesehen hat, weiß, es ist für mich das Spiel des Jahres geworden. Und das von EA. Ja, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht ins Mikrofon würge, während ich das sage, aber es ist fantastisch geworden. Ich finde dieses Spiel wirklich fantastisch, völlig zu Recht mein Spiel des Jahres geworden. Ich habe mittlerweile weit über 80 Stunden gespielt und hab's noch nicht durch. Ich kann jetzt auch nicht jeden Tag spielen, aber am Wochenende widme ich diesem Spiel sehr gerne viel Zeit. Und ich bin bei, ich glaube, 86 oder 88 Stunden. Ich bin anscheinend noch längst nicht am Ende, weil ich wirklich alle Aufgaben gemacht habe bis hierhin. Jede Nebenquest. Das Spiel fesselt mich. Es hat natürlich seine Macken. Da bin ich auch im Special drauf eingegangen. Aber Dragon Age Inquisition ist der mit Abstand beste Release von EA und der für mich beste Release 2014. EA kann man jetzt nicht so wirklich gut in Halbjahren aufteilen, also und sagen hier, den Anfang des Jahres haben sie verkackt, das Ende des Jahres war richtig gut. Also das allerletzte im Jahr war Dragon Age Inquisition und das war grandios. Nein, das war nicht das allerletzte, denn es kam noch Shadow of Revan für Star Wars The Old Republic raus, wieder eine Erweiterung, die wohl auch ganz gut war, aber auch ein paar Probleme gemacht hat. Fließt aber nicht mehr in die Wertung mit ein, sondern nur Dragon Age Inquisition. Und das ist wirklich fantastisch. Ich kann es jedem Rollenspielfan empfehlen. Für jeden, der auf Herr der Ringe und diesen Fantasy-Kram steht, wird Dragon Age Inquisition mit Sicherheit kein Fehlkauf sein. Ob alle das Spiel so richtig geil finden wie ich, weiß ich nicht. Ja, mag ja, Meinungen sind verschieden und es ist auch gut so. Und Geschmäcker sind auch verschieden. Ich für meinen Teil finde es aber sehr geil und finde es auch nach 86 Stunden immer noch sehr geil. Und damit endet eigentlich so die Wertung der erschienenen Spiele und ich muss sagen, es ist eher schlecht als recht. Also von allen Releases gefallen mir eigentlich FIFA 15 und Dragon Age Inquisition am besten. Es gab noch zwei Releases mit UFC und Garden Warfare, die ganz gut waren und der Rest war wirklich eine Katastrophe. NHL, die allergrößte Katastrophe, aber ja. Widmen wir uns dem Jahr 2015. Was erwartet uns bei Electronic Arts? Werden sie wieder total den Bach runtergehen und mich so sehr
nerven, dass der Hass einfach noch mehr wächst? Oder schaffen sie es, endlich ein vernünftiges und gutes Spielejahr hinzubekommen? Was sie jetzt vor kurzem angekündigt haben, das wird übrigens nicht im Newsflash erwähnt, sondern nur hier, weil ich keinen Bock habe, meinen Newsflash mit dieser scheiß Nachricht zu versauen. Es gibt ja Free-to-Play. EA muss aber immer noch einen draufsetzen und hat deswegen Free-to-Start im Petto. Also es ist noch nicht raus, aber EA möchte ihre Titel zugänglich machen, und zwar umsonst. Zumindest den Start. Wenn es so ist, wie man das kennt, wie in einer Demo, dass man so 20, 30 Minuten anzocken kann, damit man geil wird auf das Spiel und es sich kauft, ist das ja alles in Ordnung. Wenn ich aber EA so richtig verstanden habe, wird es irgendwann so sein, dass man zum Beispiel bei Dragon Age Inquisition, angenommen es wäre dieses Start-to-Free-Geschisse, müsste man Dragon Age Inquisition installieren, komplett. Ja, hätte also das Spiel schon komplett auf der Festplatte oder kauft es sich im Laden. Ich weiß nicht, wie das mit Disk-Version laufen soll. Und man kommt in ein Gebiet, hat das abgeschlossen, will ins nächste Gebiet und muss, was weiß ich, 5 Euro bezahlen, um in das nächste Gebiet zu können. Dann geht es weiter, du hast ein paar Quests erledigt, willst ins nächste Gebiet und musst wieder 5 Euro bezahlen oder so. Irgendwie so stellt sich EA das vor. Und wenn sie das machen, werde ich nie mehr wieder in meinem ganzen Leben ein EA-Spiel kaufen. Ich werde niemals wieder ein FIFA spielen, ich werde nie wieder Dragon Age oder Mass Effect spielen. Nur die Spiele, die ich bereits besitze, weil dieses System ist der größte Bullshit und das darf sich einfach nicht durchsetzen. Wenn die Spieler das mitmachen, gehören sie alle geohrfeigt. Ja, dann sollen sie mit EA glücklich werden, sollen denen ihre Kontodaten geben, sollen das Konto leer räumen lassen, denn mehr Abzocke geht gar nicht. Also mehr Abzocke kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht irre ich mich und EA macht was Vernünftiges draus, ja, also, und sagt hier, Leute, wenn ihr das Spiel haben wollt, bezahlt 70 Euro und ihr habt es wie immer. Ja, nur für die, die es anzocken wollen, die müssen das halt stückchenweise bezahlen. Soll mir recht sein, solange ich meinen Titel immer noch komplett kaufen kann, ist das ja in Ordnung. Aber ja, genug mit dem Thema Start to Free, gehört hier auch nicht richtig hin, aber sollte mal erwähnt werden, weil im Newsflash wird davon kein Wort erwähnt. Ja, ich boykottiere diesen Scheiß. Kommen wir zum Jahr 2015. Wir wollen ja nicht, dass EA hier Überlänge bekommt. Das Jahr 2015 liest sich ganz nett, ja. Es ist ja noch nicht so viel bekannt, was Electronic Arts angeht. Es wird jetzt Need for Speed No Limits erscheinen oder ist schon erschienen. Ich weiß es nicht, ist so ein Handyspiel. Wie gesagt, ist hier irrelevant, hat auf dem Kanal hier nichts zu suchen. Aber angekündigt für 2015, ja, für 2015 angekündigt. Ich glaube, es wird erst 2016 erscheinen. Aber angekündigt ist Mass Effect 4 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Ein Titel, den ich mit Sicherheit kaufen werde. Teil 1 und 2 fand ich richtig gut. Teil 3 habe ich noch nicht gespielt, werde ich aber mit Sicherheit auch gut finden. Ja, das Ende habe ich mir auch nicht spoilern lassen, es soll ja scheiße sein. Wurde dann gepatcht und erweitert, aber soll ja trotzdem immer noch scheiße sein. Ich bin gespannt, ich werde es auf jeden Fall spielen. Let's Playen. Boah, jetzt bin ich voll gegen das Mikro gekommen. Ich hoffe, das war jetzt nicht laut. Ob ich es jemals Let's Playen werde, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn mal eine HD-Version kommt oder eine Remastered-Version, die richtig geil aussieht. Ja, dann könnte das passieren, aber eher nicht. Aber Mass Effect 4, ich freue mich riesig drauf, ohne Commander Shepard mal so eine neue Story. Aber in diesem Universum freue ich mich riesig drauf. Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Dann kommen wir zu Sims 4 Outdoor Leben. Ich weiß nicht, ob es schon raus ist. Es ist die erste Erweiterung für Sims 4. Ich habe dazu schon genug gesagt, was ich von Erweiterungen in diesem Stil halte. Ja, sehen wir mal. Sehen wir mal, wie es wird. Dann wurde angekündigt, natürlich Battlefield Hardline. Am 19. März soll es soweit sein für alle Next-Gen- und Current-Gen-Konsolen und PC. Es wird auch noch eine Beta geben, soweit ich weiß, auf allen Plattformen. Battlefield Hardline werde ich mir zum Release mit Sicherheit nicht kaufen. Eigentlich dürfte ich es mir gar nicht kaufen. Ich bin auch nicht besonders scharf drauf, muss ich sagen. Ist aber natürlich ein echter Blockbuster-Titel nach Battlefield 4, nach dem Desaster, was ich damit hatte. Ich hatte nur Probleme und ich habe es mir zum Release gekauft. Und ich habe das sowas von bereut, glaubt es mal, richtig bereut. Und also zum Release werde ich Hardline auf jeden Fall nicht spielen.
Vielleicht, wenn es günstiger wird oder wenn ich sehe, okay, das ist ein flüssiges, gutes Spiel, werde ich es mir für die PS4 holen. Für den PC habe ich keinen Bock. Ich habe im Moment wirklich überhaupt keinen Bock, am PC zu sitzen. Deswegen hole ich mir eigentlich die letzten Spiele alle für die PS4. Ja klar, Adventures oder irgendwelche Strategiespiele, da ist der PC unschlagbar, aber alles andere kann die PlayStation 4 genauso gut, auch wenn irgendwie ein Glitzereffekt fehlen sollte, was soll's. Und als zu guter Letzt wurde noch Shadow Realms angekündigt, das Rollenspiel Shadow Realms. Ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob es schon Bildmaterial gibt, es müsste irgendwie schon ein bisschen was geben. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ist notiert, soll aber erst Ende des Jahres 2015 erscheinen. Könnte aber wirklich gut werden. Was EA sonst noch zu bieten hat, klar, die üblichen Sportspiele werden erscheinen. Vielleicht ein Basketball. Ich weiß gar nicht, ob 2015 Basketball erschienen ist von EA. Könnte sein, aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Ob ein neues NHL erscheint, weiß ich nicht, aber ein neues FIFA wird auf jeden Fall kommen. Dann ein neues Footballspiel, vielleicht ein Baseballspiel, ich weiß es nicht. Also dieser Sportkram wird auf jeden Fall kommen. Ob ein neues UFC kommen wird, das weiß ich auch nicht. Könnte aber gut sein, weil UFC wirklich erfolgreich war auch. Zumindest auf der PlayStation 4 sehr erfolgreich und sehr beliebt bei den Usern. Kann natürlich auch daran liegen, dass es nicht so viele sehr gute Next-Gen-Titel gab bis zu dem Zeitpunkt, wo das rausgekommen ist. Aber da lasse ich mich natürlich überraschen. Wie gesagt, von EA, die genannten Titel, die kommen sollen, könnten ganz gut werden. Aber ich bin bei Electronic Arts extrem vorsichtig, auch wenn sie mit Inquisition wieder richtig gepunktet haben. Dann, das haben sie, was sie vorne aufbauen, haben sie mit dem Arsch wieder umgeschmissen mit ihrem Start-to-Free-Scheiß. Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich bin wirklich gespannt und hoffe, es geht in eine richtige Richtung. Ansonsten wird EA sowieso wieder den übelsten Shitstorm bekommen. Und am Ende des Jahres werden sie aber trotzdem wieder der beste Publisher sein, der die meiste Kohle gemacht hat, den größten Umsatz und was weiß ich nicht alles. Aber trotzdem hassen alle EA, ich ja auch. Aber sie sind trotzdem eigentlich so der führende Publisher. Alleine durch dieses Sportportfolio, was sie einfach aufgebaut haben, das ist ja schon ein Imperium, da kommt auch kaum was gegen an. Selbst wenn andere Spiele besser sind, wird meistens EA gekauft, weil die Lizenzen einfach da sind. Ja, es ist ein trojanisches Pferd, man kann es nicht anders sagen. Aber so ist es nun mal, EA, das Jahr 2014 würde ich mal als eher schlecht abstempeln. Das Jahr 2015 wird hoffentlich besser, viel muss EA ja nicht machen, damit es besser wird. Sie müssen eigentlich nur 3 gute Spiele rausbringen. Ja, ich hoffe, das Unter die Lupe hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir zusammen diskutieren können über EA. Ich bin gespannt, was ihr von EA haltet. Ja, ob ihr das auch so seht oder ob ihr findet, dass ich ein bisschen übertreibe. Also ich finde nicht, dass ich übertreibe, aber das kann ja durchaus sein, dass der ein oder andere eine andere Ansicht hat. Wie ich schon sagte, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und hoffe, euch gefällt das Unter die Lupe. Ringehauen. Bis zum nächsten Mal.